B und die D vorlesen. Die Lösung der Differentialgleichung y' plus 2y ist gleich 0 entspricht ebenfalls einer Ursprungsgeraden im Vektorraum aller Funktionen y ist gleich c mal e hoch minus 2x, wobei e hoch minus 2x deren Richtungsvektor ist. Die Lösung eines inhomogenen linearen Gleichungssystems besteht aus einer speziellen inhomogenen Lösung, Aufpunkt, und aus der homogenen Lösung, Richtungsvektor. Die Lösungsmenge eines inhomogenen linearen Gleichungssystems ist also eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht. Völlig richtig. So, und wir wollen jetzt das mal gemeinsam rechnen. Bitte jetzt die F vorlesen. Die inhomogene lineare Differentialgleichung y - y' = 1 hat die spezielle Lösung. So, und dann müssen Sie jetzt eine raten. Überlegen Sie eine Funktion, das identisch 1, das ist quasi der inhomogene Anteil, eine Funktion, die, wenn Sie die nehmen und die Ableitung abziehen, identisch 1 ist. Gucken Sie mal, ob Sie da irgendeine finden. Y gleich 1. Ich mag nicht das gleich, sondern ich mag mehr das Wort identisch. Ist auch völlig richtig, was Sie gesagt haben. Also die Funktion y identisch 1 löst die Differentialgleichung. Können Sie mir erklären, warum? Weil die Ableitung davon ist ja identisch 0. Und wenn man das dann einsetzt, hat man 1 minus 0. Das ist richtig. Passt. Also das heißt, wir haben jetzt eine spezielle Lösung dieser Differentialgleichung gefunden. So, jetzt wollen wir die allgemeine Lösung ausrechnen. Wie lösen wir die allgemeine Lösung oder wie rechnen wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung aus? Wir interpretieren es als homogene lineare Differentialgleichung und setzen es identisch 0. Ja, das heißt, die 1 ist plötzlich weg. Ja, weiter. Ja, und dann ist es ja e hoch x, also oder y. Ja. Sie haben recht, Sie können das natürlich auch mit direkt sehen. Der eine oder andere sieht das von Ihnen, der andere sagt, y ist e hoch lambda x, dann kriegen Sie als charakteristisches Polynom heraus 1 minus lambda gleich 0 oder lambda gleich 1. Und damit haben Sie die y-hom, so nennt man das, also die Lösung der homogenen Differentialgleichung. Wie lautet die? C1 mal e hoch x. Jo, also das heißt, ich schreibe hier noch eine 1 hin. Also das ist C1 mal e hoch 1x. Das ist die Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung. Und jetzt die allgemeine Lösung, das nennen wir y allgemein. Die besteht aus der homogenen Differentialgleichung und einer speziellen Lösung. Da mache ich vielleicht nochmal ein gelbes Plus dazwischen. Die Gelb habe ich schon verwendet, nämlich ein Violett. Violett habe ich gerade so schön, da wo ich auch immer diese Kreide her habe. Mache hier ein violettes Plus und sagen Sie mir jetzt bitte die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. 1 plus 1 e hoch. Ja, also die 1 ist die gelbe 1. Das ist diese spezielle Lösung, die wir hier erraten haben. Dann kommt das violette Plus. Und dann kommt der Teil von hier, der c1 e hoch x. Das heißt, die Funktion 1 plus c1 mal e hoch x löst diese Differentialgleichung. Ja, und das können wir direkt auch die Probe machen. Wir können da direkt die Probe machen, indem wir das hier ableiten. Also y allgemein Strich rechnen. Die Ableitung von dem ist c1 mal e hoch x. Und das setzen wir alles in die Differentialgleichung ein. Die Differentialgleichung ist das y minus y' identisch 1. Und dann erhalten wir für das y, das ist ja die 1. Eigentlich ist das schlecht, dass ich das Plus violett gemacht habe, weil vorher war das hier das Violette. Ich mache das Plus jetzt in einer anderen Farbe. Ich mache das Plus jetzt grün. Ja, nur das, dass ich farblich konsistent bleiben darf. Also das ist dann 1 plus das ist jetzt wieder, jetzt habe ich die Kreide weggeworfen. Naja, man muss mich auch selbst nicht verstehen. Plus, und dann kommt hier c1 e hoch x und dann minus y', da bleibt nur noch das übrig.
minus c1 e hoch x. Und da sehen Sie, da fällt das dann gegen das weg und übrig bleiben tut unsere 1 hier. Das ist also identisch 1 und das passt. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? So.